Dorfvereine sind oft auch Familienvereine. Das ist bei den Zweitliga-Handballern der DJK Rimpa-Wölfe nicht anders. Und doch gibt es dort eine ganz besondere Familienbande innerhalb des großen Wolfsrudels. Gestatten die Brüder Obinger Kraus. Hallo, ich bin Matthias, der Trainer, mit 35 Jahren auch der Älteste und auch der Vernünftigste. Hi, ich bin Basti, 31 Jahre, Spieler und der Lockigste. Servus, ich bin der Stief, 29 Jahre alt von den Supporters und bin der Unvernünftigste. Neben ihrer gemeinsamen Mutter teilen die drei Brüder eine Vorliebe für den FC Bayern München und schon immer auch ihr Herzblut für den Handball. Ich würde sagen, alles vom Vater in die Wiege gelegt worden, mehr oder weniger, dass wir da von klein auf eigentlich zum Handball gelaufen sind und dann der eine kürzer, der andere länger dann dabei geblieben ist oder in dann unterschiedlichen Funktionen. Oder der eine war besser, der andere war schlechter. Das größte Talent hatte ich, aber ich war der faulste von allen. Als Spieler am weitesten gebracht hat es Sebastian. Der Basti ist sehr ehrgeizig, das kommt natürlich vom Handballsport. Ansonsten neben dem Platz eigentlich eher der ruhige Zeitgenosse. Er wird auch älter, das Feiern wird auch weniger. Basti ist enorm wichtig für die Mannschaft. Er ist einer, der vorne weggeht, der sich für die sogenannte Drecksarbeit auch nicht zu schade ist. Aus Trainerperspektive würde ich sagen, so einen Charakter braucht man in der Mannschaft. Matthias ist seit dieser Saison Coach in der zweiten Liga. Der Matthias ist erstmal sehr als Trainer sehr detailbesessen, will immer das Maximum aus der Mannschaft holen, kann auch, wenn es nicht nach seinem Kopf geht, sehr aufbrausend sein, hat also auch einen Dickkopf. Ansonsten ist er eigentlich auch ein umgänglicher Typ. Der Matthias ist der Herr der Floskeln und des Phrasenschweins. Könnte den ganzen Tag sich nur unterhalten mit Phrasen. Ja, da gebe ich dem Stefan recht und manchmal kann es auch ganz schön anstrengend sein. Wer einen Teich trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen. Stefan ist nicht mehr im Handball aktiv, sondern zum Fußball übergelaufen. Warum ihn seine Brüder trotzdem mögen, verraten sie im zweiten Teil von Wölfe TV.